Schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video. In diesem Video geht es wieder um einen sehr schwierigen Fall. Ich hoffe, das Video wird nicht allzu lang werden, denn es ist doch recht kompliziert. Ich habe viele Nachrichten von euch bekommen, dass ihr euch wünscht, dass ich wieder einen Titel schreibe, ob der Fall gelöst oder ungelöst ist. Und in manchen Fällen, finde ich, kann man das einfach nicht so genau sagen. In diesem Fall ist es so und es würde mich einfach mal interessieren, wie ihr dazu steht. Ihr könnt es mir dann ja mal gerne nach diesem Video in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dem Fall steht, weil ich finde, gerade hier ist das sehr, sehr schwierig. Heute geht es um den Fall von Maria Rudolph. Maria Rudolph wurde am 12. März 1950 als das jüngste Kind von Michael und Frances Ivy Rudolph geboren. 1957 im Dezember war sie gerade 7 Jahre alt. Sie hatte drei ältere Geschwister, die 16-jährige Patricia, die 15-jährige Kate und den 11 Jahre alten Charles. Gemeinsam lebte die Familie in Sycamore, das ist eine Stadt in Illinois, die zu dieser Zeit nur um die 7000 Einwohner hatte, also wirklich eine sehr kleine Stadt. Die meisten Familienväter aus Sycamore arbeiteten in der Landwirtschaft, aber Michael hatte einen Job bekommen in einer neuen Firma, die dort aufgemacht hatte in Sycamore, und ihre Mutter Frances war Hausfrau. Mit 7 Jahren war Maria ungefähr 1,1 Meter groß, sie wog 24 Kilo. Sie hatte große braune Augen und braune Haare. Sie war sehr gut in der Schule, sie war in der 2. Klasse von der Grundschule und sie hatte eine Auszeichnung bekommen, weil sie in der Sonntagsschule so regelmäßig teilgenommen hatte. Ihre beste Freundin war Kathy Sickman. Sie hat in der gleichen Straße gewohnt wie die Familie Rudolph im Archie Place. Marias Mutter hat später über ihre Tochter gesagt, dass sie ein sehr nervöser Mensch war, dass sie sehr schnell Angst bekommen hat, besonders vom Dunkeln. Und wenn sie dann wirklich Angst hatte, dann hat sie manchmal einfach hysterisch angefangen zu schreien. Und nur eben ihre Mutter, Frances, konnte sie dann wieder zur Ruhe bringen. Am Abend des 3. Dezember 1957 fing es an, in Sycamore, Illinois, zu schneien. Die kleine Maria liebte den Schnee, sie wollte unbedingt rausgehen und mit ihrer Freundin Kathy ein bisschen spielen. Sie hat ihre Mutter angefleht, ob sie nicht bitte, bitte rausgehen dürfe. Und ihre Mutter hat es ihr erlaubt. Nach dem Essen hat sie sich mit Kathy draußen getroffen. Es war zu diesem Zeitpunkt schon dunkel, aber ich habe euch ja schon gesagt, in Sycamore gab es nur eine sehr, sehr geringe Einwohnerzahl. Man war der Meinung, dass eigentlich nicht wirklich was passieren konnte und die beiden Mädchen haben wirklich nur vorne an der Straße gespielt. Bis zur Kreuzung Santa Cross Street sind sie gelaufen und da haben sie ein Spiel gespielt, das sie Duck the Cars nannten. Also immer wenn ein Auto vorbeikam, haben sie sich so versteckt, dass das Scheinwerferlicht sie nicht treffen konnte. Sie sind also immer vorne an die Straße gerannt und dann wieder zurück und dann wieder zur Straße und dann wieder zurück. So ging das eine Weile hin und her, bis sie von einem jungen Mann angesprochen wurden. Er war groß, er war schlank, er hatte helle Haare und eine Zahnlücke. Er stellte sich den beiden Mädchen als Johnny vor. Er sagte, er sei 24 und er wäre nicht verheiratet. Er fing ein Gespräch mit den Mädchen an. Er fragte sie, ob sie einen Piggyback-Ride haben wollten. Ob er sie auf den Rücken nehmen sollte und mit ihnen einmal die Straße rauf und runter laufen. Kathy lehnte ab, aber Maria sagte zu. Sie ließ sich von dem Fremden auf den Rücken nehmen und er lief mit ihr ein paar Meter die Santa Cross Street hoch und dann wieder zurück. Dann setzte er sie wieder ab und fragte die beiden Mädchen, ob sie mit Puppen spielen würden, ob sie Puppen mögen würden. Und Maria sagte, ja, sie würde sehr gerne mit Puppen spielen und sie rannte sofort nach Hause, um Johnny eine von ihren Lieblingspuppen zu zeigen. Sie kam damit zurück. Kathy war in der Zwischenzeit mit Johnny dort stehen geblieben. Später sagte sie, Johnny hätte ihr gesagt, sie sei wirklich ein sehr, sehr hübsches Mädchen. Aber sie hätte die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass Johnny Maria ein bisschen mehr mögen würde, ein bisschen mehr Interesse an ihr hätte als an ihr.
Als Maria zurück war, sagte Kathy, dass ihre Hände sehr kalt geworden waren und sie wollte nach Hause laufen und ihre Fäustlinge holen und die anziehen. Aber als sie dann wieder zurück zu der Kreuzung kam, waren Maria und der Mann weg. Sie lief die Straße auf und ab und rief nach ihr und dann dachte sie, dass Maria vielleicht auch kalt geworden war und dass vielleicht auch sie nach Hause gegangen war. Also klopfte sie bei den Riddles an die Tür. Und Marias großer Bruder Charles machte die Tür auf und er sagte, Maria wäre nicht dort, aber er erklärte sich bereit, zusammen mit Kathy ein bisschen die Straße auf und ab zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt dachten Marias Eltern noch, dass sie sich vielleicht einfach irgendwo verstecken würde und sich einen Spaß mit Kathy machen würde. Charles ist dann 15 Minuten lang die Nachbarschaft auf und ab gegangen. Kathys großer Bruder Edward hat auch noch mitgeholfen zu suchen. Aber sie konnten Maria nirgendwo finden. Marias Eltern hatten rund um das Haus gesucht, aber sie auch dort nicht gefunden und sind dann zusammen mit anderen alarmierten Nachbarn losgegangen. Zusammen haben sie bei der Familie Tessier geklingelt, die lebte an der Santa Cross Street und der Ehemann dieser Familie, Ralph, hatte ein Haushaltswarengeschäft. Das hat er dann extra aufgeschlossen, obwohl es ja schon spät am Abend war, damit sie dort Taschenlampen mitnehmen konnten, um wirklich effektiv nach Maria zu suchen. Sie sind alle Straßen auf und ab gegangen und haben zunächst nichts Auffälliges gefunden. Und dann auf einmal fanden sie Marias Puppe, die sie von zu Hause mit rausgenommen hatte. Die Puppe lag zwischen der Garage von einer Frau mit dem Namen Ida Johnson und einem Zaun in der Santa Cross Street. In einer relativ kleinen Ecke und dort hatte Maria auch nicht gespielt. Und viele Nachbarn sagten, sie hätten dort schon gesucht, sie hätten dort schon mit Taschenlampen alles abgeleuchtet und die Puppe dort vorher nicht gesehen. Der Verdacht lag nahe, dass jemand sie extra dort platziert hatte, während man schon nach Maria gesucht hatte. Kathy und ihr Bruder sind dann irgendwann wieder nach Hause gegangen und Kathy sagt, dass ihre Mutter dann dort die Mutter von Maria angerufen hatte, nachdem sie von Kathy gehört hatte, dass ein fremder Mann involviert gewesen war. Und daraufhin war Marias Mutter dann natürlich so alarmiert, dass sie dann die Polizei rief. Kathy sagt, ihre Mutter hätte ihr dann ganz eindringlich gesagt, und das hätte auch ihr Vater ihr immer wieder gesagt, und über die Jahre hätte sie das sehr verinnerlicht. Kathy, du bist die Einzige, die diesen Mann gesehen hat. Du musst dir merken, wie dieser Mann aussah, bis wir ihn kriegen. Du bist die Einzige, die uns sagen kann, wer dieser Mann ist. Und Kathy Sickman sagt, dass sie das für immer im Gedächtnis behalten hat und dass sie sich immer wieder in Erinnerung gerufen hat, wie Johnny aussah. Innerhalb von einer Stunde war die Polizei dann auch vor Ort. Es wurde dann sogar das FBI mit einbezogen, weil man nicht ausschließen konnte, dass Maria vielleicht über die Bundesstaatengrenze hinaus entführt worden war. Und das FBI hatte noch viele Nachbarn und Augenzeugen interviewt, die in der Zeit von 6 Uhr abends bis 6.30 Uhr gesehen hatten, wie die Mädchen dort an der Straße gespielt hatten. Einige Nachbarn wollen auch einen Schrei um diese Zeit gehört haben, allerdings sind sie sich nicht sicher, ob das ein Angstschrei war von einem kleinen Mädchen oder ob das einfach war, weil sie Spaß hatte. Also wenn Kinder spielen, dann kreischen sie ja manchmal einfach aus Spaß und sie sind sich nicht sicher, konnten das nicht so richtig einordnen. Trotz der eigentlich direkten Suche nach Maria und obwohl die Polizei auch recht schnell vor Ort war und nochmal alles abgesucht hat, gab es außer der Puppe keine Spur von Maria oder von Johnny. Später, einige Tage nach Marias Verschwinden, gaben ihre Eltern dann eine Pressekonferenz. Und in dieser Pressekonferenz hat Marias Mutter sich direkt an diesen Johnny gewandt, an den Mann, der augenscheinlich ihre Tochter mitgenommen hatte. In dieser Pressekonferenz sagt Marias Mutter direkt zu dem Kidnapper unter anderem "God forgives mistakes, we would too", also Gott vergibt Fehler und wir würden das auch tun, um quasi zu sagen, wenn du sie jetzt zurückbringst, ist alles vergessen, wir werden dir vergeben. Aber bitte melde dich einfach bei der Polizei. Sie sagt außerdem, whoever took her away hit her weak spot, he played with her. Also wer auch immer sie mitgenommen hat, hat ihren schwachen Punkt erwischt, er hat mit ihr gespielt. Und ich finde, das ist einfach, da wird einem nochmal klar, wie jung Maria war. Sie war 7 Jahre alt, sie hat draußen einfach ein bisschen gespielt mit ihrer Freundin und dieser Mann konnte sie mitnehmen, weil er nett zu ihr war, weil er mit ihr gespielt hat und weil er sie nach ihrer Puppe gefragt hat. Und ja, sie war einfach ein kleines Kind und ich finde das unglaublich wichtig, dass ihre Mutter das nochmal so ins Gedächtnis ruft und vielleicht
versucht, den Kidnapper damit so ein bisschen wach zu rütteln. Aber ich finde, das herzzerreißendste Zitat aus dieser Pressekonferenz ist, wie sich Frances dann direkt an ihre Tochter wendet. Sie sagt, "Don't cry, Maria. Above all, don't cry. Don't make a fuss. We'll be with you soon." Also, weine nicht, Maria. Mehr als alles andere, weine nicht. Mach kein Theater. Wir werden bald wieder bei dir sein. Und das hat mich einfach so getroffen in der Recherche, denn ihre Mutter hat ja gesagt, Maria hat immer sehr viel geschrien, wenn sie hysterisch wurde und nur ihre Mutter konnte sie zur Ruhe bringen. Ihre Mutter soll auch in einem anderen Zusammenhang gesagt haben, dass jemand, der sie mitgenommen hat, sie schon hätte umbringen müssen, um sie ruhig zu stellen, denn sie hätte sehr, sehr viel geschrien, wenn jemand sie einfach so mitgenommen hat. Und dieser Appell an ihre Tochter, weine nicht, mach kein Theater, weine nicht, zeigt, dass ihre Mutter wirklich Angst hat, dass Maria, wenn sie sich zu sehr aufregt, dass sie dann vielleicht etwas Schlimmes passieren kann und dass sie versucht, über die Kameras hinweg, über diese Pressekonferenz, ihre Tochter ein bisschen zu beruhigen. Auch Marias Vater Michael soll sich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal gegenüber von Reportern geäußert haben. Die haben wohl tatsächlich Zelte vor dem Haus der Riddles aufgestellt, um zu berichten, und haben ihn ständig gelöchert mit Fragen, wie er sich fühlt und wegen Maria. Und er hat zu einem dann irgendwann gesagt, um Gottes Willen, bitte hört auf zu sagen oder die ganze Zeit anzudeuten, dass sie tot ist. Niemand hätte einen Grund, meiner Tochter etwas anzutun oder ihr weh zu tun. Und ich finde, dass das einfach die Familie noch so viel greifbarer macht. Manchmal regt ihr euch ein bisschen darüber auf, wenn ich viele Zitate mit reinnehme oder wenn ich häufig erst die englischen Zitate mache und das Ganze dann auf Deutsch übersetze. Aber ich finde einfach, dass einem das viel mehr einen Zugang zu der Familie gibt und vielleicht in diesem Zusammenhang auch einfach zeigt, wie verzweifelt ihre Eltern waren und wie unglaublich besorgt sie um Maria waren. Die Familie Riddolph hat sogar noch am Weihnachten von 1957 die Geschenke für Maria unter dem Tannenbaum liegen lassen, weil sie irgendwie einfach die Hoffnung hatten, dass Maria pünktlich zu Weihnachten wieder da sein würde. Und sie wollten nicht, dass sie dann traurig ist, weil sie keine Geschenke hat. Kathy Sickman wurde vom FBI dann erstmal in Schutzgewahrsam genommen. Man hatte Angst, weil sie eben die einzige wirkliche Augenzeugin war, die Johnny auch beschreiben konnte, dass dieser ihr vielleicht etwas antun wollen würde. Kathy wurden immer wieder Bilder gezeigt von Personen, die möglicherweise etwas mit Marias Verschwinden zu tun haben könnten. Und im späten Dezember 1957 identifizierte sie zum ersten Mal jemanden als Johnny. Der Mann hieß Thomas Joseph Reaver. Die Polizei hatte, wie sie das öfter mal getan hatten, eine Reihe von Verdächtigen aufgestellt und Kathy sollte dann auf den Mann zeigen, der Johnny war, sofern sie ihn erkannte. Und sie meinte, Reaver als Johnny erkannt zu haben. Allerdings konnte er es nicht gewesen sein, denn er war zu der Zeit von Marias Entführung in Haft. Und sie hatten ihn eigentlich nur in diesen Line-Up mit reingestellt, weil eine andere Person, die sie da mit reinstellen wollten, gerade nicht zur Verfügung stand oder sie nicht an ihn rangekommen sind. Und deswegen haben sie ihn mit hineingestellt. Er hatte auch dunkelblonde Haare, ein paar Wellen, aber wie gesagt, er kann es nicht gewesen sein. Kathy hat dann einige Jahre später, als sie darauf angesprochen wurde, gesagt, dass sie sich nicht daran erinnern könnte, jemals gesagt zu haben, dass er Johnny sei. Marias Verschwinden hat sehr viel Medienöffentlichkeit bekommen. Nicht nur Präsident Eisenhower, sondern auch der Direktor des FBIs, Hoover, haben sich sehr intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt. Es wurde sehr viel nach ihr gesucht. Ihre Eltern waren viel im Fernsehen, haben Interviews gegeben und haben versucht, irgendwie Aufmerksamkeit auf das Verschwinden ihrer Tochter zu lenken, um die Aufklärung des Falls beschleunigen zu können. Aber all das sollte leider nicht den erwünschten Effekt haben. Am 26. April 1958 gingen Frank Sitar und seine Frau gerade ungefähr 160 Kilometer entfernt von Sycamore auf die Suche nach Pilzen in einem kleinen Wald. Und dort fanden sie dann die menschlichen Überreste von einem kleinen Mädchen. Halb versteckt unter einem umgefallenen Baum. Das Mädchen hatte nur noch Socken an, ein Unterhemd und ein T-Shirt. Ein kurzer Abgleich ließ erkennen, dass das Mädchen, das dort lag, Kleidung anhatte, die der Beschreibung ähnelte, die Marias Eltern abgegeben hatten über die Kleidung, die ihre Tochter an diesem Tag angehabt hatte, als sie verschwunden war im Dezember 57. Man hat dann ihr Gebiss abgeglichen
und man hat auch ein bisschen ihre Haare genommen und festgestellt, dass es sich tatsächlich um Maria Rudolph handelte. Augenscheinlich hat Marias Körper schon mehrere Monate an dieser Stelle gelegen, bevor sie gefunden wurde. Ihr Mantel, ihre Schuhe und ihre Hose konnten nie gefunden werden. In dem ersten Autopsiebericht von Maria Rudolph heißt es, dass die Todesursache unbekannt ist, weil die Verwesung eben schon so weit fortgeschritten war, dass der Gerichtsmediziner nicht genau sagen konnte, woran das kleine Mädchen gestorben war. Über die nächsten Jahre gab es keine entscheidenden Hinweise darauf, wer Maria Rudolph das angetan hatte. Und alle Einwohner von Sycamore waren extrem verstört. Nie hätte man gedacht, dass etwas dort passieren könnte, überhaupt etwas Schlimmes dort passieren könnte. Schon gar nicht, dass jemand ein so kleines Mädchen einfach mitnehmen und brutal ermorden würde. Und Marias Eltern haben das Ganze wirklich nie so richtig verkraften können. Sie sind gestorben, bevor sie jemals erfahren haben, wer ihrer Tochter das vielleicht angetan haben könnte. 1997 hat ein Polizeileutnant mit dem Namen Patrick Soler dann den Fall von Maria Rudolph als abgeschlossen betitelt. Er war der festen Überzeugung, dass ein Mann mit dem Namen William Henry Redmond verantwortlich war für den Tod von Maria. Redmond war ein LKW-Fahrer gewesen aus Nebraska, der auch schon vorbestraft gewesen war, aber dieser war schon 1992 gestorben, weswegen er für den Fall auch nicht mehr belangt werden konnte. Redmond soll auch verantwortlich gewesen sein für den Tod der 10-jährigen Beverly Potts 1951 in Ohio. Seine Beschreibung soll außerdem der von Johnny sehr ähnlich gewesen sein und er soll einmal, als er in Haft gewesen war, einem Mitgefangenen erzählt haben, dass er einen Mord an einem kleinen Mädchen begangen hatte und die Details von dem, was er erzählte, sollen sehr ähnlich gewesen sein zu dem, was mit Maria Rudolph passiert ist. Es gab sehr viel Kritik an diesem Bericht von Patrick Soler, der jetzt diesen Fall damit abschließen wollte, weil viele gesagt haben, dass es einfach ein bisschen aus der Luft gegriffen ist und dass es einfach nur Indizien sind, nach denen er geht, dass es keine handfesten Beweise dafür gibt, dass Redmond überhaupt etwas mit Marias Verschwinden oder ihrem Mord zu tun hatte. Und deswegen hat Patrick Soler diesen Fall dann wie folgt betitelt: Closed but not solved, also abgeschlossen, aber nicht gelöst. Er erkannte, dass sofern Redmond noch leben würde und man ihn anzeigen würde für den Mord an Maria, es sehr unwahrscheinlich war, dass man ihn überhaupt dafür inhaftieren konnte, weil es so wenig Beweise gab. Und deswegen hat er den Fall als nicht gelöst quasi so halb offen gelassen für den Fall, dass man jemanden finden würde, der wahrscheinlicher war als Täter. Aber 2008 wurde der Fall dann komplett neu aufgerollt. Eine Frau mit dem Namen Janet Tessier wandte sich an die Illinois State Police. Sie hatte auch schon vorher versucht, mit anderen Polizeistationen Kontakt aufzunehmen, allerdings wurde sie dort immer wieder nach eigenen Aussagen abgewiesen. Sie hatte eine E-Mail geschrieben und in dieser E-Mail beschuldigte sie ihren Halbbruder Maria Rudolph 1957 ermordet zu haben. Ihr erinnert euch vielleicht an den Namen Tessier. Ralph Tessier war derjenige gewesen, der für Taschenlampen für die Nachbarn gesorgt hatte, damit diese ordentlich nach Maria suchen konnten. Auch er hatte nach Maria gesucht. Am 4. Dezember, einen Tag nach Marias Verschwinden, waren alle Nachbarn befragt worden vom FBI, auch die Familie Tessier. Man fragte unter anderem, wo der Sohn der Familie, John, gewesen sei an dem Abend, an dem Maria verschwand. Seine Mutter Eileen behauptete gegenüber der Polizei, dass John den ganzen Abend zu Hause gewesen wäre. Eine Aussage, von der seine Halbschwestern Catherine und Jean später sagen, dass sie so überhaupt nicht stimmen würde. Später geriet er dann wieder in den Fokus der Polizei. Man fand heraus, dass die Aussage seiner Mutter nicht ganz gestimmt hatte. Er war nicht den ganzen Abend des 3. Dezember 1957 zu Hause gewesen. Warum die Polizei sich auf einmal wieder so auf John eingeschossen hatte, obwohl er ja eigentlich ein Alibi von seiner Mutter bekommen hat, auch wenn das nicht ganz gestimmt hat, ist nicht klar. Man weiß nicht genau, ob da ein Tipp von außen kam oder ob vielleicht der Tipp sogar aus seiner Familie selbst kam. Aber die Polizei hat ihn nochmal unter die Lupe genommen. John und seine Eltern erzählten nun, dass er am 3. Dezember 1957 in Rockford gewesen sei, ungefähr 64 Kilometer entfernt von Sycamore.
denn er hatte sich beworben bei der Air Force und er war den ganzen Tag dort gewesen für Eignungstests und andere Unterlagen, die er ausfüllen musste. Er hatte gesagt, er wäre am 2. und am 3. Dezember in Chicago gewesen. Dort hatte er verschiedene gesundheitliche Tests machen müssen, um zu sehen, ob er überhaupt geeignet war für die Air Force. Dann wäre er am 3. Dezember nochmal nach Rockford gegangen und hätte dort Unterlagen abgegeben und wäre dort noch einmal in der Recruiting Station gewesen. Und danach wäre er wieder nach Chicago gegangen und hätte sich dort ein bisschen umgesehen und einfach ein bisschen Sightseeing betrieben. Und wäre dann abends um 6.45 Uhr wieder in Rockford gewesen und hätte von dort seine Eltern angerufen, um zu fragen, ob sie ihn nicht mit dem Auto abholen könnten, denn er war ja von Chicago aus nach Rockford hin und zurück immer mit dem Zug gefahren und wollte jetzt gerne von Rockford mit dem Auto abgeholt werden. Danach will er dann wieder zur Recruiting Station gegangen sein und hat dort noch weitere Unterlagen für seine Anmeldung abgegeben. Und ein paar Offiziere dort wollen ihn auch dort gesehen haben, haben das der Polizei auch bestätigt, dass er so gegen 6:45 an dem Abend da war, obwohl einer von ihnen sagt, dass er sich wohl schon ein bisschen seltsam verhalten hätte. John wurde dann nochmal zur Befragung vom FBI reingerufen, nachdem sie sein Alibi überprüft hatten, haben sie ihm dann nochmal einen Lügendetektortest machen lassen und da ist er wohl einfach durchgekommen, er hatte keine Lügen erzählt. Und deswegen hat das FBI seine Akte dann geschlossen, war überzeugt, dass er mit der Sache nichts zu tun hatte. Das war am 10. Dezember 1957. Einen Tag später ist John Tessier dann zur Air Force gegangen. Kathy Sigman hat nicht einmal ein Foto von John Tessier gesehen, weil das FBI eben der Meinung war, dass er es ohnehin nicht gewesen sein konnte. Er hatte ein Alibi und er hatte den Lügendetektortest bestanden und deswegen haben sie sich nicht weiter mit ihm beschäftigt. John Tessier war dann 13 Jahre lang bei der Air Force. Danach ist er Polizeibeamter geworden in Milton. Allerdings hat er da wohl immer mal Probleme mit seinem Vorgesetzten, der wohl auch einen Bericht über ihn geschrieben hat. Und dann am 27. April 1994 hat er seinen Namen geändert von John Tessier auf John Daniel McCullough. Und das war der Mädchenname seiner Mutter, McCullough. Und deswegen meinte er, dass er somit seine Mutter ehren wollte, indem er ihren Mädchennamen annahm. Der Name Tessier war auch nicht sein Geburtsname gewesen. Er war geboren worden als John Cherry. Und dann hatte seine Mutter einen Mann mit dem Namen Tessier geheiratet. Daraufhin hat John den Namen dann auch angenommen. Deswegen konnte er sich wohl nicht so sehr damit identifizieren, zumindest nach eigenen Aussagen, und hat sich dann John McCullough nennen lassen. Und nun, viele Jahre später, 2008, wurde John Tessier, beziehungsweise jetzt John McCullough, angeklagt von seiner eigenen Halbschwester Janet, tatsächlich doch den Mord an Maria begangen zu haben, obwohl die Polizei ihn ja eigentlich schon ausgeschlossen hatte. Janet sagte, der Grund dafür war der Tod ihrer eigenen Mutter, Eileen Tessier, 1994. Sie sagt, sie und ihre Schwestern hätten bei ihrer Mutter gesessen, sie hätte gegen den Tod angekämpft, sie wäre sehr unruhig gewesen, sie lag im Krankenhaus und hat sehr gelitten, aber es schien, als ob sie irgendetwas unglaublich beschäftigen würde. Als ob sie jahrelang ein Geheimnis in sich behalten hätte, das sie niemandem erzählt hätte und das sie jetzt kurz vor ihrem Tod verfolgen würde. Janet sagt, dass ihre Mutter sie auf einmal mit einer unglaublichen Stärke gepackt hat, sie zu sich herangezogen hat und gesagt hat, "Those two little girls and the one that disappeared, John did it. John did it and you have to tell someone." Also auf Deutsch, die beiden kleinen Mädchen und die eine, die verschwunden ist. John hat es getan. John hat es getan und du musst es jemandem erzählen. Janet sagt, dass sie sich eigentlich direkt sicher war, dass ihre Mutter von Maria Rudolph sprach, dass ihr Bruder John Maria Rudolph umgebracht hatte und dass ihre Mutter es alle Jahre gewusst hatte. Sie wusste auch von ihren älteren Schwestern Catherine und Jean, dass Eileen Tessier gelogen hatte, als die Polizei das erste Mal gefragt hatte, wo John gewesen war an dem Abend, dass sie gelogen hatte und gesagt hatte, dass er die ganze Zeit zu Hause war. Es war auch noch eine weitere Halbschwester von Janet im Zimmer, als ihre Mutter das gesagt hat. Ihr Name war Mary Pat. Sie hat nicht alles gehört, sie will nur gehört haben, wie Eileen sagte, he did it. Aber auch sie sagt, sie war sich eigentlich direkt klar, dass von John die Rede gewesen sein muss. Allgemein war die Familie zu diesem Zeitpunkt schon sehr entfremdet von John. Sie hatten keinen Kontakt mehr zu ihm und es war ihm auch untersagt, auf die Beerdigung von seiner Mutter zu kommen.
Ein Grund für diese Entfremdung war wohl unter anderem, dass er Janet, als sie noch ein Kind war, einmal mit einer Waffe bedroht haben soll. Und seine Schwester Jean hat sich dann auch geöffnet und gesagt, dass sie sowohl von John als auch von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde, als sie noch ein Kind und ein Teenager war. Und die Familie hat es einfach nie verkraftet und hat sich von John einfach komplett abgekapselt. Patrick Soler, der den Fall ja eigentlich mit Redmond abgeschlossen hatte, wurde dann von CNN gefragt, warum er nicht sich John Tessier bzw. McCullough genauer angeschaut hatte. Und er sagte, dass Janet nie Kontakt zu ihm aufgenommen hätte, aber dass er auch John nie verdächtigt hätte. Viele sagen, dass es vielleicht was damit zu tun haben könnte, dass Ralph Tessier, sein Stiefvater, für die Polizei unter anderem arbeitete. Er war wohl nebenher auch noch Schildmaler und hat für die Polizeiwagen bemalt. Und da haben viele gemunkelt, dass er da vielleicht irgendwie Beziehungen hatte und deswegen sich einfach John nicht mehr so genau angeguckt wurde. Aber ich habe euch auch schon gesagt, dass die Polizei davon ausging, dass er ein wasserfestes Alibi hatte. Ralph Tessier war zu diesem Zeitpunkt schon tot und konnte nicht befragt werden, was diese Anklage seiner Tochter betraf. Er konnte auch nicht befragt werden, was den Aufenthaltsort von John betraf an dem Abend von Marias Verschwinden. Eileen war nun natürlich auch tot, konnte auch nicht befragt werden dazu, was sie genau damit meinte. Wenn sie diese Aussage machte, John did it, was sie das glauben ließ. Aber seine Schwestern Catherine und Jean haben beide gesagt, dass er an dem Abend von Marias Verschwinden überhaupt nicht nach Hause gekommen war. Weder, was dann ja belegt wurde, dass er weder den ganzen Abend zu Hause war bei seiner Mutter, wie sie es zuerst ausgesagt hatte, noch dass er erst in Rockford und Chicago war und sich dann hat abholen lassen und abends zu Hause war. Dass sie ihn im Haus den ganzen Abend und die ganze Nacht vom 3. Dezember 1957 nicht gesehen haben. Die Polizei sah sich dann John Tessier oder John McCullough, wie er jetzt hieß, noch einmal genauer an. Sie stellten fest, dass er schon 1982 angeklagt worden war für Vergewaltigung. Er hatte damals als Mountain Police Officer zwei 15-jährige Mädchen bei sich aufgenommen. Sie waren von zu Hause abgehauen. Eine davon hieß Michelle Weinman. Michelle sagt, kurze Zeit nachdem sie bei John eingezogen war, hat er angefangen, sie zu berühren. Schließlich hätte er sie vergewaltigt. Sie hat ihn angezeigt, er hat erst alles abgestritten und hat sich dann für schuldig bekannt, allerdings nur für ein geringfügiges Vergehen, von dem ich nicht sicher bin, dass es das im deutschen Rechtssystem auch so gibt. Im amerikanischen Rechtssystem heißt das Ganze Communication with a Minor for Immoral Purposes. Er hat dafür ein Jahr Bewährung bekommen und wurde dann am 10. März 1982 von seinem Dienst entlassen. In einem Interview hat John McCullough dann später gesagt, dass er Michelle nie etwas angetan hätte, er hätte sie nie vergewaltigt, aber er hätte damals das Geld nicht gehabt, um sich einen Anwalt zu suchen und rechtlich dagegen vorzugehen und nur deswegen hätte er sich überhaupt für irgendetwas schuldig bekannt. Als sie mitbekommen hat, dass John McCullough bzw. John Tessier noch einmal in den Blickwinkel der Polizei kam, hat sich auch noch eine andere Frau gemeldet, die damals in Sycamore in Illinois gelebt hat, zu der Zeit, als Maria verschwunden ist. Sie sagt, dass John sie damals auch auf den Rücken genommen hatte und versucht hatte, eben mit ihr die Straße rauf und runter zu rennen und er sie nicht mehr runtergelassen hätte, obwohl sie geschrien hätte, sie wolle runter und dann wäre ihr Vater eingeschritten und wäre dazwischen gegangen und John wäre abgehauen. Das Ganze hatte also schon sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was mit Maria passiert war. Die Polizei hat sich dann das Alibi von John noch einmal genauer angeguckt. Man war zunächst davon ausgegangen, dass Maria Rudolph gegen 7 Uhr abends am 3. Dezember 1957 entführt worden war. Denn Kathy meinte sich zu erinnern, Johnny gefragt zu haben, wie spät es sei, kurz bevor sie losrannte, um ihre Fäustlinge zu holen. Johnny hätte zu ihr gesagt, es sei 7 Uhr abends. Aber jetzt gab es neue Hinweise, die darauf schließen ließen, dass Maria vielleicht schon viel früher entführt worden war. Ein Mann mit dem Namen Tom Brady war um 6.20 Uhr an dem Abend an dieser Kreuzung vorbeigekommen und hatte die Mädchen dort nicht spielen sehen. Es ist aber sicher, dass die Mädchen kurz nach 6 an diesem Abend rausgegangen waren, um zu spielen. Das heißt, sie hätten eigentlich an dieser Kreuzung sein müssen, waren es aber nicht. Das heißt, es gab die Möglichkeit, dass Johnny Kathy vielleicht einfach angelogen hatte, was die Zeit betraf.
um dann möglicherweise später sich ein Alibi rund um diese Zeit aufzubauen, wenn Kathy dachte, dass es eigentlich schon deutlich später war. Nach dieser neuen Timeline hatte Maria dann um 6.20 Uhr entführt, hatte genug Zeit zurück nach Rockford zu fahren, um dort dann um 6.57 Uhr seine Eltern anzurufen und sich dann später um 7.15 Uhr noch mit den Offizieren zu treffen. Das Ganze wurde auch durch seine Halbschwester Catherine untermauert, die an diesem Abend von Freunden nach Hause kam, so gegen 7 Uhr abends, und sie sagt, dass da die Suche nach Maria schon im vollen Gange war. Das heißt, Maria war zu diesem Zeitpunkt schon längere Zeit verschwunden, so lange auf jeden Fall, dass schon Alarm geschlagen wurde und Nachbarn schon unterwegs waren, um nach ihr zu sehen. Kathy, Marias beste Freundin von damals, die einzige, die Johnny gesehen hatte, wurde dann noch einmal zur Polizei gerufen, um sich Fotos von jungen Männern anzusehen, die es eventuell gewesen sein könnten. Die Polizei hatte verschiedene Bilder von jungen Männern, die auf die Beschreibung passten, aus dem Highschool-Jahrbuch von 1957 genommen, um sie Kathy zu zeigen. Und sie wollten unter diese Bilder auch ein Bild von John Tessier, beziehungsweise jetzt McCullough, untermischen. Allerdings gab es kein Highschool-Bild von John aus dem Jahr 1957. Er war in dem Jahr 17 Jahre alt gewesen. Aber er war nicht mehr auf der Highschool. Man hatte ihn von der Schule geworfen, denn er hatte sich mit einer Lehrerin gestritten und sie im Zuge dessen geschubst. Deswegen hatte er keinen Highschool-Abschluss, war zu dieser Zeit nicht in der Schule und auch nicht im Jahrbuch. Man hat deswegen ein anderes Bild von ihm genommen, das von einer damaligen Freundin von ihm zur Verfügung gestellt wurde. Alle Bilder, die Kathy sonst gesehen hatte aus diesem Jahrbuch, hatten den gleichen Hintergrund und den gleichen Winkel. Aber das Bild von John, weil es eben nicht für ein Jahrbuch gemacht war, hatte einen dunklen Hintergrund und einen etwas anderen Winkel. Kathy hat dann das Bild von John ausgewählt. Kritiker sagen heute, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass dieses Bild komplett abweichte von all den anderen Bildern. Dass es deswegen nahe lag, dass sie sich eher auf dieses Bild konzentrierte als auf die anderen. Nun kamen auch Zeugen zur Polizei, die sagten, dass John damals mit dem Auto nach Chicago gefahren sei und nicht mit dem Zug, wie er zuerst behauptete. Es wurde auch ein Zugticket gefunden von dem Tag, an dem John nach Chicago gefahren war und nach Rockford gefahren war. Aber dieses Ticket war nicht benutzt worden. Und man ging jetzt davon aus, dass er tatsächlich mit dem Auto gefahren war und deswegen auch Zeit gehabt hatte, Maria zu entführen und dann rechtzeitig wieder in Rockford zu sein, um seine Eltern anzurufen und sich dann mit den Offizieren zu treffen. Ein Freund von ihm sagt, er hatte das Auto durch Sycamore fahren sehen und er hätte nicht sehen können, wer drin sitzt, aber dass John eigentlich niemanden anderes mit seinem Auto fahren lassen würde. John McCullough wurde dann zur Polizei gerufen, um befragt zu werden. Und er hat eigentlich direkt abgestritten, dass er irgendetwas mit Marias Verschwinden zu tun haben könnte. Er sagte, alle hätten dieses Mädchen geliebt. Sie wäre so ein süßes Mädchen gewesen. Er beschrieb, wie sie aussah, was für ein liebevolles Mädchen sie war. Und das fiel der Polizei direkt auf. Einer der Beamten sagte später, er hätte es sehr, sehr seltsam gefunden, dass John McCullough noch in der Lage gewesen wäre, Maria so gut zu beschreiben, so viele Jahre nachdem sie verschwunden war, und dass es fast so klang, als wäre er ein bisschen besessen von ihr gewesen, als wäre er ein bisschen verliebt in sie gewesen, und dass ihm das schon sehr, sehr seltsam vorkam. Außerdem hat er dann gesagt, er wäre es nicht gewesen, und das sehr aggressiv abgestritten, dass er mit dem Verschwinden von Maria etwas zu tun gehabt hätte, aber er sagt dem Polizisten dann, es gäbe ja jemanden anderes, der das gewesen sein könnte, und er könnte ihnen auch sagen, wer das wäre. Auch hier sagen die Beamten, dass es ein bekanntes Muster ist, dass ein Verbrecher sagt, ich bin es nicht gewesen, oder ein Mörder sagt, ich bin es nicht gewesen, aber ich kann euch jetzt sagen, wer es wirklich war, um von sich selbst abzulenken. Während John diesen Mann beschreibt, sagt er unter anderem, he looks somewhat like me. Und dass das deswegen Sinn machen würde. Also er sieht ein bisschen so aus wie ich. Deswegen muss er der Täter sein. Und das kam der Polizei komisch vor, denn er sagt nicht, dieser Mann, von dem ich euch jetzt erzähle, sieht so aus wie der Mann, der beschrieben wurde von Kathy Sigmund. Er sagt, dieser Mann sieht ungefähr so aus wie ich. Und die Beamten glauben, dass er damit eigentlich sagen will, ich bin eigentlich der Täter. Und dieser Mann sieht so ähnlich aus wie der Täter, sieht so ähnlich aus wie ich.
Er wurde dann auch zu seiner Schwester befragt und der Polizei gegenüber zugegeben, dass er etwas mit seiner Schwester gemacht hat, das er selbst Sexplay nennt. Später in einem Interview sagt er zu der Frage, ob er seiner Schwester so etwas angetan hat, einfach nur: My sister and I were very close. Also ich und meine Schwester standen uns sehr nah. Und danach blockt er alle Fragen rund um seine Schwester ab. Es ist aber ja recht eindeutig, dass er seiner Schwester etwas angetan hat. In der Befragung rund um Maria blockt er dann immer mehr ab und am Ende möchte er gar nichts mehr sagen. Die Polizisten nehmen ihn dann fest für die Entführung und den Mord an Maria Rudolph. 2011 wurde Maria dann exhumiert und in diesem zweiten Autopsiebericht heißt es, dass Maria erstochen wurde, dass man ihr mehrfach in den Hals gestochen habe. Allerdings gab es dann später auch Gegenstimmen, die sagten, man könne eben aufgrund der Verwesung nicht genau sagen, ob Maria nicht vielleicht doch erwürgt worden war. Der County-Staatsanwalt Clay Campbell wollte zunächst nicht unbedingt den Fall annehmen von Maria Rudolph und dann John McCullough dafür anklagen, einfach weil es so unglaublich wenig Beweise gab. Es waren eigentlich alles Indizienbeweise und deswegen wollte er John erstmal für ein anderes Vergehen anklagen. Und das war eine Vergewaltigung von seiner Schwester Jean. Sie sagt, an einem Tag, an dem sie 14 war, hätte ihr Bruder sie in einem Auto mitgenommen zu einer abgelegenen Hütte und hätte sie dort brutal vergewaltigt und dann noch seine Freunde eingeladen, um sie zu missbrauchen. Und das wäre für sie einer der schlimmsten Tage ihres Lebens gewesen. Sie wollte auch eigentlich nicht, dass ihre Vergewaltigung überhaupt in dem ganzen Prozess vorkommt. Der Staatsanwalt hat dann über ihren Kopf hinweg entschieden, John dafür anzuklagen. Sie wollte auch eigentlich erst nicht im Gerichtssaal gegen John aussagen. Sie hat es dann doch getan und sie sagt, dass sich das Ganze für sie einfach anfühlte, als ob sie noch einmal ganz neu missbraucht würde, weil sie nicht diese Entscheidung treffen wollte, überhaupt darüber zu sprechen und dann auch nur sehr selektiv darüber sprechen durfte, was ihr geschehen war, weil sie immer nur Fragen beantworten durfte im Zeugenstand. Und sie ist dann direkt nach ihrer Aussage weggefahren, sie ist nicht geblieben bis zum Urteil und tatsächlich wurde John McCullough freigesprochen im Fall der Vergewaltigung seiner Schwester. Der Richter hat unter anderem angeführt, dass es sehr seltsam wäre, dass Jean sich erst nach so vielen Jahren zu Wort melden würde gegen den Mann, der ihr das angetan hätte. Für Jean war das Ganze einfach nur furchtbar und sie sagt, dass sie sich ganz neu wieder gefühlt hat wie ein Opfer der Situation, dass sie sich einfach lächerlich gefühlt hätte in dieser Situation. Sie wollte da nicht drüber sprechen, sie wollte alte Wunden nicht nochmal aufreißen und jetzt noch einmal von einem Richter gesagt zu bekommen, das stimmt nicht, er hat das nicht getan, obwohl sie weiß, dass er es getan hat, war für sie verständlicherweise unglaublich traumatisierend. Trotz dieses Urteils hat der Staatsanwalt Clay Campbell sich dann 5 Monate später dazu entschieden, John McCullough anzuklagen für den Mord an Maria Rudolph. Das Verfahren begann im September 2012. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass sie als Motiv sahen, dass John damals eine Obsession mit der kleinen Maria gehabt hätte und dass er sie hatte entführen wollen, aber dann etwas schiefgegangen sei und er sie am Ende doch umgebracht hätte. Eigentlich hatte man auch den Verdacht, dass John damals die kleine Maria sexuell missbraucht hatte. Sie war ja auch ohne Hose gefunden worden. Aber da man das nicht beweisen konnte, hat man das im Gerichtsverfahren nicht angeführt. Es gab mehrere Zeugen gegen John, unter anderem seine Schwestern, aber auch Nachbarn und die Familie von Maria und natürlich Kathy, die einzige, die Johnny damals gesehen hatte und jetzt im Gerichtsverfahren sagen konnte, das ist Johnny, das ist der Mann, der Maria mitgenommen hat. Es sagten auch 3 Mitinsassen von John McCullough aus. Allerdings war das Ganze nicht wirklich zuträglich für die Anklage, denn sie haben verschiedene Sachen ausgesagt. Alle 3 sagten, dass John McCullough ihnen gegenüber erzählt hätte, er hätte Maria Rudolph umgebracht. Allerdings haben alle 3 verschiedene Stories erzählt. Der eine erzählte, dass Maria erstochen worden war. Der andere sagte, John McCullough hätte ihm erzählt, dass er Maria erstickt hätte, weil sie versucht hätte zu schreien und er hätte ihr den Mund zugehalten und sie hätte dann keine Luft mehr bekommen.
ja, das Ganze wurde dann nicht so wirklich ernst genommen und die Verteidigung hat dann eben auch angeführt, dass es einfach nur Verzweiflung war von der Staatsanwaltschaft, diese drei Mitinsassen damit hinzuzunehmen, obwohl die Staatsanwaltschaft hinterher gesagt hat, dass den anderen Gefangenen nichts angeboten wurde dafür, dass sie gegen John McCullough aussagen, dass sie keine Strafminderung oder so etwas dafür bekommen hätten, sondern von sich aus einfach aussagen wollten. Die Verteidigung sagte, wie schon gesagt, es wäre alles Verzweiflung von der Staatsanwaltschaft. Sie wären gedrängt worden von der Familie von Maria Ridolph und von den Schwestern von John McCullough, dass sie ihn jetzt verurteilen sollten, obwohl es eigentlich gar keine Beweise gäbe, dass das alles nur Indizien wären und dass nichts Handfestes da wäre, um John wirklich schuldig zu sprechen in der Entführung und dem Mord von Maria. John selbst hat im Gerichtsverfahren nicht ausgesagt. Am 14. September 2012 wurde John McCullough schuldig gesprochen in der Entführung und dem Mord von Maria Ridolph. Er bekam ein Urteil von lebenslang mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 20 Jahren. Zum Zeitpunkt des Urteils war er 73 Jahre alt. Am 13. Februar 2015 legte John McCullough Berufung ein und tatsächlich wurde eins von den Urteilen auch zurückgenommen, und zwar das für Entführung, denn das war schon über die Verjährungsfrist hinaus. Allerdings hatte das keinen Einfluss auf das Urteil von lebenslang, denn das hätte er so oder so bekommen für den Mord an Maria Ridolph und alles andere wäre dann noch obendrauf gekommen, aber das änderte nichts an der Verurteilung für den Mord. Er hat dann später 2015 noch einmal einen Antrag gestellt und der wurde dann von einem Anwalt weitergeleitet, der einst sein Anwalt gewesen war. Eben in diesem Gerichtsverfahren, das aber eigentlich nicht mehr war, aber trotzdem noch mit ihm in Kontakt stand und ihn auch unterstützte. Und dieser Anwalt hat es dann geschafft, das so weit durchzureichen, bis es bei der Staatsanwaltschaft angekommen war. Und die sind dann nicht drum herum gekommen, den ganzen Fall noch einmal aufzurollen. Und nun gab es einen neuen Oberstaatsanwalt, sein Name war Richard Smack, und er hat sich den ganzen Fall noch einmal angeguckt, hat alles nochmal aufgerollt und war der Meinung, dass John McCullough es nicht gewesen sein kann, dass er eigentlich unschuldig sei. Er sagte, dass bestimmte Beweise einfach im Gerichtsverfahren nicht gehört wurden, die zeigen sollten, dass John McCullough es überhaupt nicht gewesen sein kann, unter anderem Telefondaten, die belegen sollen, dass John aus Rockford seine Mutter angerufen hat und dass er das nicht aus Sycamore getan hätte, denn es gab dann die Theorie, dass er eigentlich von Sycamore angerufen hatte und gar nicht wirklich von Rockford, aber jetzt sollte es Telefondaten geben, die das belegen konnten. Da es eben in dieser Nacht geschneit hatte und die Straßen auch vereist waren und es so eine Distanz gab zwischen Rockford und Sycamore, war sich der Staatsanwalt recht sicher, dass John das nicht geschafft haben konnte in der Zeit, um dann noch Maria zu entführen. Das Ganze wurde dann noch einmal aufgerollt. Am 15. April 2016 wurde das Urteil dann erst einmal ausgesetzt und es sollte ein neues Gerichtsverfahren gegen John McCullough stattfinden. Eine Woche später hat der Richter Brady dann erst einmal die Anklage fallen gelassen gegen John McCullough, allerdings ohne Vorverurteilung. Das heißt, dass er zu jeder Zeit noch einmal hätte angeklagt werden können. Normalerweise gibt es ja diese Regelung, dass man nicht für das gleiche Verbrechen zweimal angeklagt werden kann, aber in diesem Fall war es so, dass das Ganze aufgehoben wurde. Das heißt, er hätte noch einmal angeklagt werden können. Es gab dann auch eine Petition, die angeführt wurde von Marias großem Bruder Charles, der Unterschriften gesammelt hatte, dafür, dass ein anderer Staatsanwalt eingesetzt werden sollte, eben nicht Smack, weil man dachte, dass er vielleicht Vorurteile hatte oder voreingenommen war, aber dieser Antrag wurde abgelehnt. Am 12. April 2017 wurde John McCullough dann vom County Circuit Court ganz offiziell für unschuldig erklärt. Einige Jahre nach dem Tod von Maria wurde ein Denkmal für sie aufgestellt, die Maria Ridolph Memorial Map. Das war eine große Karte von Sycamore. 2002 wurde die dann abgenommen und es wurde eine Plakette vor dem Gemeindehaus in Sycamore angebracht, die an Maria erinnern soll. Ihre Familie hat außerdem den Maria Ridolph Memorial Fund gegründet. Zunächst wurde da Geld gesammelt für diese große Karte, die erstellt werden sollte, und dann später hat man Geld dafür genutzt, um einfach die
örtlichen Kinder ein bisschen zu unterstützen, vielleicht ein Summercamp zu organisieren oder auch um Stipendien zu vergeben. Ja, das war der Fall von Maria Rudolph. Ein sehr trauriger Fall, sich einfach vorzustellen, jetzt ist ja auch bald wieder Weihnachten, dass da zwei kleine Mädchen einfach nur ein bisschen im Schnee spielen wollten und von einem Moment auf den anderen ist Maria einfach weg und kein Mensch kann genau sagen, wer es war. Für Kathy muss es eine unglaubliche Last gewesen sein, all die Jahre für ein 8-jähriges Mädchen immer wieder zu hören, du bist die Einzige, die uns sagen kann, wer es war. Damit hat sie ihr Leben lang leben müssen und für sie dann zu sehen, dass der Mann, von dem sie meint, dass er es war, doch wieder freigesprochen wurde, das muss sehr schlimm gewesen sein. Am schlimmsten war es natürlich für Marias Familie und ich denke, das kann niemand wirklich nachvollziehen, was das für ein furchtbares Gefühlschaos gewesen sein muss und dass sie bis heute nicht richtig abschließen konnten, ist furchtbar. Ihr Bruder Charles hat später noch gesagt, dass er froh ist, dass seine Eltern das Ganze nicht miterlebt haben, dass sie schon tot waren, als John angeklagt wurde. Dass es auch für ihn sehr traumatisch war, dass jemand, den er kannte, denn er kannte John, dass der verantwortlich sein soll für das, was seiner Schwester angetan wurde, dann dieses Gefühl der Erleichterung, dass jemand dafür haftbar gemacht wurde und jetzt wieder diese Leere, nachdem er freigesprochen wurde und man einfach nicht sagen kann, ob er es war, wer es war. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass es John nicht war. Es gibt einfach nicht genug handfeste Beweise dafür, um das zu sagen. Die Staatsanwaltschaft meint hier jetzt ein wasserfestes Alibi für ihn zu haben. Aber da hat sich die Meinung ja auch ständig geändert. Und ja, auch mit dem Hintergrundwissen, was man hat zu seiner Beziehung zu seinen Halbschwestern, was er Jean angetan hat, was sie erzählt, das ist etwas, was natürlich zeigt, dass John nicht der beste Mensch war, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Aber gleichzeitig ist es kein Beweis dafür, dass er unbedingt Maria etwas angetan hat. Und ja, es ist ein sehr schwieriger Fall und ich bin da auch selbst sehr hin und her gerissen. Es ist ein sehr emotionaler Fall und es würde mich sehr interessieren, was ihr dazu meint, wie ihr dazu steht, ob ihr glaubt, dass John es vielleicht doch war, obwohl er jetzt offiziell freigesprochen wurde, oder ob ihr glaubt, dass das Ganze einfach Willkür war, dass er jetzt dafür angeklagt wurde. Es würde mich einfach mal sehr interessieren. Ich bin, wie gesagt, da noch sehr zwiegespalten. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr dazu meint. Wenn dieses Video für euch interessant war, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem einen Daumen nach oben gebt. Das zeigt mir immer so ein bisschen, dass der Content für euch interessant ist und dass ihr gerne mehr davon sehen möchtet. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne meinen Kanal auch abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Darüber freue ich mich immer unheimlich und ich hoffe, dass wir uns dann alle beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.